Weiß ich gar nicht. Mit dir quatsche ich gleich. Wie viel wird das wohl kosten? 700? Oder 500? Ich weiß es nicht. Da sollte Aquaria drin sein. Ach, mit dir quatschen wir auch mal. Hi Sparrow. Diese Talismantür öffnet sich erst, wenn du alle 6 Sommerwald-Talismane hast. Sobald die Tür offen ist, warten Riptor und Crash im Verlies. Mhm. Crash? Hieß er nicht Crash? Hey Spyro, siehst du die Wand hier? Du willst bestimmt unbedingt wissen, was auf der anderen Seite ist. Ein paar Edelsteine könnten mich vielleicht erinnern, wie man die Wand absenkt. Wie viel willst du denn haben? 400, ja super. Ah, ja, die funkelnden Edelsteine haben meinem Gedächtnis wohl auf die Sprünge geholfen. Der sieht auch total wohlhabend aus, so mit seinen Klamotten, ne? Aquaria, das ist super schön hier. Vor allem hier mit dem Blick nach draußen so. Was ist das da überhaupt? Weiß ich nicht. Aber das ist schön. Gefällt mir. So, was... Uns fehlen auf jeden Fall noch ein paar Edelsteine. Hier vorne sind noch welche, oder? Ne, die habe ich schon geholt. Ah, stimmt. Oben drauf liegen ja auch noch welche. Gut, dann würde ich sagen, ab nach Götzenquelle, oder wie das hier heißt. Götzenquell, Götzen... Keine Ahnung. Ach, guck mal da an der Wand. So, Reflexion. Ah. Ja. Huch. So. Götzenquelle. Hier können wir übrigens die Kamera nicht drehen. Wir können hier nur... Wir konnten die doch drehen im ersten Teil, ne? Wir können hier nur so rumfliegen. Musik gefällt mir. Spyro, unsere Götzen sind zum Leben erwacht. Sie haben uns aus dem Tempel ausgesperrt und unser Essen gestohlen. Und unser Essen gestohlen. Das ist natürlich das Wichtigste, ne? Mit seinem kleinen Holzhämmerchen haut der Dame einfach mal so ein Schloss kaputt. Oh. Was war das? Achso, ein Fisch. Ein Fisch! Die haben so große Augen, ne? So, dann fangen wir jetzt direkt, glaube ich, mit diesem lustigen Spielchen hier an. Ah. Ah, die Steine sehen schön aus, die gefallen mir. Und so eine riesige Truhe. Ich wurde hier mit all unseren Werkzeugen eingesperrt und diese riesigen Götzenköpfe lassen die Arbeiter erst rein, wenn wir ihre 3 Rätsel lösen. Für das erste Rätsel musst du alle Blöcke gelb färben. Wenn du Probleme hast, komm wieder zu mir. Ich habe Probleme. Löse die 3 Rätsel der riesigen Götzenköpfe. Zum Lösen des ersten Rätsels musst du alle Blöcke gelb färben. Frag Vorarbeiter... Ist der nicht Bob?
Hier ist der Butt. Nach weiterer Hilfe. Okay. Ja, das ist jetzt wieder dummes Rumgespringe. Die haben es auch irgendwie verkackt, die Kamera einzustellen dafür, weil das war, hat sich irgendwie im Original darauf angepasst. So. Wow, Spyro, du hast es geschafft. Nicht, dass ich je an dir gezweifelt hätte. Komm für die nächste Herausforderung zum Teich. Okay. Aber das ging doch mal super schnell. Oh, das gefällt mir ja auch. So ein Tempelding hier. Auch hier schön mit den Symbolen. Da wieder so eine Zeichnung. Und halt diese, nennen sie mal Gucklöcher mit diesen Faust. Das ist schön. So. Ein Bäumchen da oben. So, werden wir mal Fische brutzeln, ne? Dieser Götze sagt, er hat Hunger und wird erst zufrieden sein, wenn er 10 Fische verschlungen hat. Sein Magen ist empfindlich. Er verträgt nicht alle Fischarten. Rüste Fische, um den Götzen zu füttern. Der Götze ist ganz schön wählerisch. Das war um einiges einfacher. Okay, schlechtes Sushi. Rätsel. Komm für deine letzte Herausforderung zu den farbigen Steinen. Das war um einiges einfacher als im Original, weil im Original haben die nicht so Zeit gebraucht, um aus dem Wasser rauszukommen. Also hier hat man schon direkt gesehen, welcher da jetzt kommt. Und im Original war das irgendwie schwieriger. Haust du dir gegen den Korb? Nee, macht er nicht. Mit einer Bratpfanne oder sowas. Süß. Also die Gegner gefallen mir ja auch sehr gut bisher. Mit deinem Würstchen da. Oh, Riesenwürstchen, ne? Diese Metallschilde machen Gegner unverwundbar für deinen Flammenangriff. Wenn du Stürmen gedrückt hältst, kannst du sie mit deinem Sturmangriff besiegen. Mhm. Dankeschön, Zoe. Großen Götzenköppe da. Huh. Ey. Ey. So. Ist immer gut hier, ne? Riesen-Marshmallow. Dankeschön, Sparks. 9 Leben haben wir. Da sehe ich doch noch was liegen hier. Ganz einsam. So. Alles gut bei dir? Oh, was ist das denn hier? Interessant, es leuchtet. Ich mag irgendwie leuchtende Sachen, ne? Vor allem halt Leuchtepilzis. Ist das der Pilz, der in der Mitte da so leuchtet? Das sieht so aus, ne? Hier gibt's aber... Doch, der da. Nee, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo das Licht herkommt.
kannst die Kamera nach links oder rechts drehen. Ja, danke schön, ich weiß. So. Achso, das ist er hier mit dem... Rätsel. Mal gucken. Spring in der richtigen Reihenfolge auf die Steine, um das Rätsel zu lösen. Ich weiß nur, welcher zuerst dran ist. Den Rest musst du selbst rausfinden. Spring in der richtigen Reihenfolge auf die Steine. Drei Sterne. Schwierigkeit. Oh, es macht leider nicht mehr dieses Krrrr-Geräusche. Ein Stern, der deinen Namen trägt. Ich habe so ganz, habe ich das hier damals noch nicht verstanden. Ich nehme mal das hier. Ja, jetzt ist halt die Frage, ne? Ich nehme mal den. Ne, falsch. Nochmal von vorn. Jo. Das da, das da, das da, das da, das da. Gute Arbeit, Spyro. Du bist ziemlich schlau für einen Drachen. Ich habe für dich nur dieses glänzende Ding aus unserem Werkzeugkasten. Komischer Werkzeugkasten. Doch, da kriegen wir auch sowas. So ein kleines Feuerwerk. Das ist schön. So, dann können wir jetzt endlich weit... Halt. Ich habe zuerst gedacht, das wäre ein Fisch, aber dann habe ich doch gesehen, dass es ein Edelstein ist. Oh, 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 was habe ich denn hier übersehen? Eieieiei. Ganz grober Fehler hier. Der haut sich wieder gegen den Kopf. Ist auch okay. Gut, dann können wir jetzt, glaube ich, hoch zum Wasserfall und dann zu der ich nenne sie mal Rennstrecke, ist aber eigentlich keine. So, dann gib mal deinen Götzenkopf. Spyro, du bist ziemlich stark. Wenn du irgendwann mal einen festen Job suchst, komm zu uns. Aber jetzt sollst du erst einmal diesen Talisman bekommen. Ich hab zuerst gedacht, er würde in irgendeinem Ami-Akzent sprechen, weil er hat gesagt, Spyro, du bist ziemlich stark. Irgendwie, aber dann wurde es dann doch zu normalem Deutsch. Bah. So. Weiter geht's hier oben. Auch schön grünes Wasser hier. Also türkisgrün. Ich glaube, vom Wasserfall aus kommen wir nirgendwo hin. Ich lasse das erstmal und guck, ob ich hier alles an Edelstein krieg. Ich habe sowieso wieder irgendwo was vergessen. Aber was heißt vergessen? Nicht gesehen eher. So, Könnerpunkt war auf diesem Götzen da, glaube ich, zu landen. Na, wir holen hier erstmal Edelsteine. Edelsteine. Mhm. So, da ist der Wasserfall. Ne, hier kommen wir an nichts dran. Na gut, dass ich da nicht rausgeflogen bin. Ja, die Gegend hier gefällt mir auch sehr gut so. Du.
hier erstmal alles einsammeln und dann nochmal hier runter. So, ich sehe nichts. Ah. Einmal hier rum. Haben wir anscheinend alles. Ja, dann den ganzen Weg nochmal zurück. Und dann dürfen wir endlich uns den Körnerpunkt holen. Und die letzte Kugel, ja, der haut sich wieder schön gegen den Kopf. Jetzt noch einer. Huch. Huch. Wir kriegen das noch hin. Heute noch. So. Erstmal Edelsteine holen. Dann quatschen wir mit der Dame in der Mitte, weil ich das irgendwie sehr selten mache. Und dann können wir hier... Ja, wir haben alle Edelsteine, sehr schön. So, wir quatschen mit ihr. Ich freue mich sehr, dich zu sehen, Spyro. Mit deinem aktiven Superladungs-Power-Up kannst du durch die Sockel stürmen und die Hula-Tänzerinnen her schicken, um mir zu helfen. Benutze das Superladungs-Power-Up. Stürme durch die Steinpodeste. Okay. Gucken, ob wir das hinkriegen. Da sind wir vorbei. Tanz der Hula-Tänzerin hat aus dem Götzen ein Feuerwerk gemacht. Jetzt kann ich mir meinen Traum vom Tanzen erfüllen. Hier, diese Kugel kann dir bei deiner Reise helfen. Dankeschön. Jetzt sollten wir eigentlich 100% haben hier. Ja. Aber man hat gesehen, es war hier ein bisschen anders, denn im Original kann man nicht so hier hochspringen. Und ich glaube, die wären auch schon wieder zurückgekommen in der Zeit, wo ich den letzten noch geholt habe. Also auch wieder ein bisschen vereinfacht hier. Ich glaube, im ersten Teil war das gar nicht so heftig irgendwie. So, jetzt wollen wir auf jeden Fall zu dem Götzen. Ich meine, das wäre doch der hier gewesen. Sehr schön. Dann können wir jetzt nach Hause. Gucken wir gleich nochmal in die Fähigkeitsliste rein. Da fährt Fähigkeiten des Punktes. Listes. Deutsch. So. Ja. Da haben wir die beiden. Sehr schön. Man konnte ja auch, genau, die Talismane konnte man sehen. Das ist schön. Das gefällt mir. Eine Kugel fehlt uns, aber da wissen wir, wo die ist. Gut, dann ab nach Hause und wir werden... haben sie gesagt. Ich wollte mir eigentlich Hurikus fürs Ende aufheben. Ich weiß nicht. Weil da will ich halt wissen, wie die Elektrols aussehen. ich weiß nicht. Ich glaube, ich heb's mir doch fürs Ende auf. Dann mache ich erstmal den komischen Ring. Nee, Ring heißt er ja nicht. Die Strecke mache ich. Und dann Aquaria. Und dann die letzten beiden Level. Sonnenstrand und Horikos, glaube ich. Dann so.
Der Sonnenstrand ist auch ein schönes Level. So, auf zum Ozeanring. Ah. Okay. Oh, die Bögen sehen auch schön aus. Was macht die für Geräusche, Alter? Ach, Spyro. Was denn hier? Was ist... Das ist irgendwie anders, oder? Ah ne, das war doch kein Schiff. Ah. Wo ist das? Da. Die Explosion ist ein bisschen heftig irgendwie. Sehr schön. In unter 1:10 sollen wir das schaffen. Ja gut, wenn ich das mit den Bögen ein bisschen besser hinkriege und mit den Booten, dann ist das, glaube ich, ganz gut. Okay. Los geht's. Ich meine, die Ringe wären ein bisschen anders verteilt gewesen irgendwie. Das hat auf jeden Fall jetzt nicht ganz so viel Zeit gekostet wie vorhin. Das ist hier irgendwie komisch. Ich weiß nicht. Irgendwas ist hier anders. So. Weiß nicht, ob wir das hinkriegen. Knapp vielleicht. Doch, da, super. Okay, dann dürfen wir jetzt mit der Dame hier vorne noch sprechen. Die so komisch geredet hat. Wo ist sie denn? Ach, da. Kann man die noch abfackeln? Die sehen doch alle unterschiedlich aus, ne? Oh. Hat der... Wenn der jetzt noch irgendwie Sandalen anhätte und Socken. So, was mit dir? Du bist nackig. Alles klar. Ah, der hat so einen komischen Hut auf. So einen Trinkhut. Du bist so einer... Was hat er denn da auf? Kopfhörer oder was? Na gut. Du hältst dich bestimmt für ziemlich gut. Mal sehen, ob du so gut bist wie der aktuelle Champion. Wir haben eine Trophäe bekommen. Okay, Spyro. Das ist der Streckenchampion. Um das Rennen zu gewinnen, musst du durch alle Ringe fliegen. Aber pass auf, wenn Jäger zuerst durch einen Ring fliegt, beginnt der Ring zu schrumpfen. Die sieht sau komisch aus. Was ist mit ihren Augen los? Sind das Muscheln oder was? Oh, 4 von 5. Na gut. Plupp. Plupp.
Vor allem, sie sagt, wenn Jäger zuerst durch einen Ring fliegt, das ist immer der Fall. Holy fuck. Aber diesmal hat er nicht keine Flügel unter seinen Armen, sondern das hat ist jetzt so ein Gerät, was er hat. Ich meine, der hatte nämlich vorher sonst... vorher irgendwas an seinen Armen gehabt, womit er fliegen konnte. Aber das nach oben fliegen ist auf jeden Fall einfacher. Das war auch schon im ersten Teil so. Dass das einfacher war. Also der kann steiler nach oben fliegen. Als im Original. So, das ist der letzte Ring. Sehr schön. Gute Arbeit, Spyro. Das war ein ausgezeichneter Flug. Piu. Sehr schön. Da hätten wir das Fluglevel auch erledigt. Ich will das nicht nochmal machen. Nochmal so. Beenden. Das war ja, glaube ich, im dritten Teil, wo der rumgestanden hat. Der Jäger. Und hier sind das dann nur so Leute. Oder? Ja, ich meine, das wäre im dritten Teil gewesen. Es gibt halt noch eins, das steht da in dem Iglo. Da müssen wir mal gucken. Okay, dann... Gute Arbeit, Spyro. Die Kugeln, die du dabei hast... Ja, ist okay. Weiß ich doch. Wir gehen jetzt nach Aquaria. Hui! Seepferdchen angucken. Und... Algen kaputt machen, genau. Da gab es hier einen Könnerpunkt. Ganz schön böse. Oh, interessant. Das ist hier so zugewachsen alles. Das gab's, das war im Original nicht so. Das gefällt mir. Rabbi! Wie die laufen, das ist ja süß. Mit den kleinen Stummelbeinchen, ey. So, du kriegst erstmal aufs Maul hier. Okay. Dann quatschen wir mal mit ihr. Die komischen Typen mit den Schockstöcken haben unser Wasser abgelassen. Wir bekommen es nur zurück, wenn jemand die Schalter aktiviert, die sie bewachen. Aber die sehen ganz schön klein aus. Ich dachte, die wären irgendwie größer. Und die haben auch merkwürdige Proportionen. Und einen dicken Bauch. Und der König hatte auch einen sehr, sehr dicken Bauch. Da will ich gar nicht wissen, wie der aussieht. Okay, Schalter. Nice. Okay, da brauchen wir 14 für. Haben wir noch nicht. Dann schwimmen wir einfach mal weiter. Sie kann man richtig steil, ich nenne es mal steil tauchen. Also nach unten tauchen und nach oben tauchen. War im Original nicht so. Also nach unten meine ich mal nicht so.